Frage 3. Ich bin zwischen 10 und keine. So. Welches Kostüm hast du Karneval 2016 gerockt? Oh. Die Ku Klux Klan Kutte, Lendenschurz, Breaking Bad Schutzanzug, menschliche Banane. Ja, Chemie-Schutzanzug. Oh, stimmt. Ich habe Fotos gesehen auf jeden Fall. Wo sind wir denn? 4, ne? Pornos, mit welchem Namen hast du damals fälschlicherweise runtergeladen? American Dad, das Ding aus dem Sumpf, Kinder oder S? Das war nicht die richtige Antwort. Ich würde sagen, das Ding aus dem Sumpf, oder? Ich denke ja. Okay. Jetzt nur seit 5. Das war deine Antwort, ja. Achso, die richtige Antwort war American Dad. Eine Flasche pro falsche Antwort, oder? Ja. Und das Spiel heißt, wie gut kennst du dich, oder? Das ist stark. Muss schon ordentlich nicht. Nee, komm, ein bisschen mehr. Ja. Ich muss erstmal testen, was es ist. Nein, das ist ja der. Halb irgendwie. Das ist doch der. Bier, halb. Das Kitzeln dabei, ist so, ne? Das ist halt Strafe. Mit welchem Spitznamen hat dich Allig angeredet, als er dir damals aus dem Knast Liebesbriefe geschrieben hat? A. Hasi. B. Totgeweihte. C. Eiter Joe. D. Stängelchen. Er hat mir 4 Worte geschrieben aus dem Knast. Er hat gesagt, Hasi, du bleibst hier. Nicht schlecht. Korrekt. Hasi ist korrekt. Stimmt das? Es ist kackenweiß. Was der erfolgreichste Coup, der jemals bei dir stattgefunden hat? A. Daniels Vitrinenunterfangen. B. Tamus Bombenbastelei. C. Nix Kunstverbrechen. Oder D. Davids Mantelraub. Das ist eine Trickfrage, weil alles. Weil alles. Entscheiden Sie sich jetzt. Okay, wenn ich mich festlegen muss, dann waren es deine Bomben tatsächlich. Das ist leider falsch. Damit kommt die Flasche Nummer 2. Das war Davids Mantel raus. Und jetzt wird es richtig mysteriös. Jetzt gibt es richtiges Bier. Das ist aber leer. Nein, das ist nicht leer. Du musst es aber leer machen. Komm. Start, Haus, Start, Haus, Start, Haus. Das ist Spielspezial. Trink mal erst vom neuen Kasten, weil das Bier ist kalt. Stiftspezial. Ich glaube, wir haben mehr als genug, ne? Ja, warm bestimmt. Das wird auch irgendwann wieder normale Temperaturen. Gib das einfach runter, vertrau uns einfach. Ja. Es ist eine Strafe, es wird keinen Spaß machen. Es wird keinen Spaß machen, aber du musst es trinken. Brinkhoffs und Kronen. Wenn du ein Mann bist, dann musst du es trinken. Okay. Das halt ich ist nichts Giftiges. Es ist eine sehr gewagte Theorie und ich würde sagen, nee. Ja? Boah, wie braun du so aussiehst, Alter. Das ist nicht der Aufnahme, ne? Das ist mega. Das ist tatsächlich wie Essig und Maggi oder so. Es ist nichts Giftiges. Es ist unangenehm, aber es ist nicht giftig. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Es sind mehrere Leute dabei, die schon mehrere Male warmes Hansa trinken. Ich muss etwas Widerliches trinken jetzt, oder was? Mann oder Haus? Ich bin 30. Geburtstag, Mann. Trink Schluck. Du musst es noch probieren. Du hast das vielleicht schmeckt oder was? Du hast doch, du hast halt die meisten Fragen richtig. Das ist ja nur... Okay. Was kann schlimmstenfalls passieren oder drin? Ja, ich will es auch wissen. Ich will wissen, wie es schmeckt, ganz ehrlich. Stell dich nicht so an. Auch wenn ihr mich nicht ankommt, alle dann... Doch, alle einen Spritzer reinpinken. Mann. Fragen. Bisschen Reben shoppen drin. Kann nicht so schlimm sein. Das wird später auch. Das schmeckt wie Gewürzgurken. So Cornichonswasser. Aber ist doch nicht nicht schlimm. Nee, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich gesagt, geil. Ja, dann trink das jetzt. Dann kann ich bring jetzt mal ein richtiges Bild zurück. Ja, weiter. Nächste Frage. Wenn richtig, wer hat dich mit blauen Plastikbällchen aus dem Dunkel geschmissen, als du damals die Nachtwanderung geleistet hast? David, Carla, alle. Aber war 3 Möglichkeiten? 4. David, Carla oder alle? Oder niemand? Ja. Niemand. Was sagte dein Arbeitskollege, wenn du durch unnötige Fragen deine Arbeitsgeschwindigkeit reduziert hast? Ist egal, machst du schneller. A. Bam 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 statt ram pam pam. B. Ist egal, machst du schneller. Dry dry. Ja, dann brauche ich die Dritte gar nicht vorlesen. Nee, bin ich aber...
Hör mal, Michi, all diese Fragen, die erscheinen jetzt vielleicht wichtig. Du denkst, so könntest du die Welt erkunden, aber das ist eine Illusion. Unsere Wahrnehmung ist endlich und 90% von dem, was wir zu glauben wissen, findet nur in unserem Kopf statt. Nicht, weil es vielleicht nicht wirklich passiert oder die Informationen falsch sind, sondern weil es so weit entfernt von unserer Lebensrealität ist, dass es nur noch eine abstrakte Idee bleibt. Eine abstrakte Idee, die wir mit Bedeutung aufladen. Bedeutung, die sich aus unserer eigenen Lebenssituation und Erfahrung ergibt, aus unserer Einstellung und Perspektive. Mit dem tatsächlichen Geschehen hat das kaum noch etwas zu tun. Sich dessen bewusst zu werden, ist der erste Schritt, um den Wahnsinn der Welt zu verstehen. Und jetzt arbeite weiter, du gottverdammtes Stück Menschenscheiße. Ich glaube, du wolltest es doch weiterlesen. Hast du das so geplant, dass... Also das war Antwort D jetzt. Wann kommst du? Nee, er hatte noch nicht... Achso, du hast die Antwort schon. Nein, habe ich überhaupt nicht. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, ich wäre es nicht. Okay. Was ist die unglaubwürdigste, aber wahre Ausrede, die du bisher gebracht hast, als du zu spät zur Arbeit kamst? A, ich habe mir Heroin gegönnt und bin dann wieder eingepennt. B, Papa hat mir im Treppenhaus ewig spannende Geschichten erzählt. C, ich bin in der Dusche ausgerutscht und lag dann ohnmächtig in der Dusche. Oder D, ich dachte, meine Katze hat zu mir Hallo gesagt und habe dann 2 Stunden darauf gewartet, dass sie es wiederholt. Nochmal, C. A, Heroin, B, nee, Papa. C, Dusche. C, Dusche ist die korrekte Antwort. Wo bist du mit welchem Tier intim geworden? Was? Mit einem Grottenolm in Schwerte? Mit einem Borstenschwein in Holland? Mit einem Bonobo in Borneo? Mit einem Kamel in Tunesien? Also ich... Jetzt kommt alles raus. Ich bin mal auf dem Kamel geritten in Tunesien. Auf Tunis, auf so einer Insel. Nicht das Borstenschwein in Holland? Ich glaube, das zählt. Okay, das ist richtig. Richtig? Ist das richtig? Was kann man mit gebrochenem Kiefer nicht besonders gut? A, essen. B, Schmerzen haben. C, die Schnauze halten. Oder D, Ladung ins Maul kriegen. Ja, D, ne? Alles eigentlich. Essen, Schmerzen, Schnauze oder Ladung? Ja, Essen von der Ladung. Ich würde sagen Essen. Ja. Wo warst du am Tag, als Michael Jackson starb? A, Den Haag, B, Linienstraße, C, Spirit, D, von den Bullen im Park, C, noch Crackets unterm Arsch. B, Linienstraße. Okay. Das ist falsch. D, von den Bullen im Park, C, noch Crackets unterm Arsch. Also B, Linienstraße. Du musst mindestens einen Schluck trinken. Zack, geht, kannst du. Was ist das jetzt? Weiß man nicht. Alkoholfreies. Mysteryland. Was habt ihr denn? Mysteryland. Mysteryland. Ist das Bier mit was gemischt? Nein! Es ist nichts Schlimmes. Es hat so wie immer. Gurkensaft. Wie schlimm kann das jetzt sein? Es ist halt ein mega flashiges Gefühl, wenn du was trinkst und du weißt halt absolut nicht, was da ankommt in deinem Mund. Ich glaube, es ist einfach nur alkoholfreies Bier. Uah, sowas würden wir dir doch nie antun. Aber wenn es stimmt, dann musst du jetzt die Flasche ausziehen. Was? Wenn das richtig war. Dreh die Flasche um. Dreh sie um. Steht drauf. Ich frage mal die nächste Frage. Oder Wurstwasser mit in das Spiel eingebaut? Ja, das ist geil. A. Hakenkreuz. B. Eisernes Kreuz. C. Reichsadler. D. AfD-Logo. Was? Nochmal die Frage. Ein Teil mit welcher Form habe ich bereits genascht? Ja. Ja, alle, ne? Was zum Fick? Weißt du schon, was ein Teil ist, oder? Oh, okay. Tabletten. Oh, ich kann nicht richtig sagen. Ja, sagen wir mal Reißadler. Das ist richtig. Nice. Gibt es AfD-Bogen? Habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt alles, ne? Ein seriöses Ding. Das können keine guten Dinger sein. Ja. Keine Unterwäsche. Petrol. Was? Beige. Blau.
Oder Moire. Blau. Das ist richtig. Welchen dieser Promis hast du schon einmal aus nächster Nähe gesehen? A. Robert Geis, B. Robert Redford, C. Tabaluga, D. Drop Dynamic. Drop Dynamic tatsächlich. Ja. Nee, das ist leider. Achso. Ich dachte, du wärst von Tabaluga mal der. Ja. Ja, das war richtig. Wo war der denn in Dortmund, oder? Schöne Seiten sind das. Nee, am Splash. Das war irgendwie. Das war so. Langweilt sich jetzt schon. Der ist doch voll der Dicke, ja, nee, oder nicht? Der, der gegen, ja, aber ich eine Battle gegen Lars Unlimited, Alter. Das war doch mit Drop Deine, ja. Das war doch ein trauriger Tag für ihn. Frage. Ist noch nicht fertig hier. Bei welcher Katastrophe bist du dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen? Love Parade in Duisburg, Vulkanausbruch auf der Toilette. Flüchtlingskrise 2015, 11. September, in Klammern, fast an Brötchen verschluckt. Flüchtlingskrise 2015. Das ist falsch. Ich habe die Frage nicht gemacht. Mhm. Was wäre denn richtig gewesen? Love Parade in Duisburg, warst du da? Ich war da. Hey, dann bist du knapp dem, ja, guck. So, in welche Pizza hast du dich damals gesetzt? Thunfisch? Komm in Pizza. Calzone, Radieschen, Möhre, Mett oder Fanfrage, es war ein Flammkuchen. Fuck, was waren die ersten beiden Möglichkeiten? Thunfisch, Calzone, Radieschen, Möhre, Mett. Dann war es wahrscheinlich Thunfisch. Das ist richtig. Magst du Thunfisch, Pizza? Ich habe mich einfach mal in eine mega heiße Thunfischpizza gesetzt. Ich habe es einfach gemacht und dann hingestellt und dann wieder hingesetzt. Wir haben den Arsch verbrannt und so ein Scheiß. Das ist wahrscheinlich die Story, um die es hier geht. Ja. Also möglich, ja. Das könnte diese Story sein. Kategorie Pornos, leider. Okay. Welche ist deine liebste Porno-Kategorie? Absurdly huge nipples? Bestiality? Not even barely legal? Muslim woman strangled to death? Ja, die. Also, nein. Offensichtlich nicht. Okay. Die absurden Nippel wären es gewesen. Beim nächsten Mal. Hast du getrunken? Ich hab nichts trinken sehen. Komm. Okay, ready? Lass dir Zeit. Okay. Ja. Ich war so gut, wie das war zu fallen. Ich bin einfach fertig. Ich kann das nicht. Was war's? Zukunftsjoker. Bist du ein Barbie-Mädchen in einer Barbie-Welt? A. Ja. B. Nein. C. Nur samstags. D. Ich habe mich losgesagt von Kategorisierung wie Barbie. Ja. Ja. Warum wolltest du das denn lesen? Ich weiß gar nicht, damit das so lustig fand, dass er nicht mal die Frage vorlesen konnte. Und du, komplett stoisch. Lies einfach die Frage vor. Ich weiß nicht, was du dir vorgestellt hast, aber ich sag D. So. Ich habe mich losgesagt. Ja, okay. Nee. Oh, sorry. Ja, die müssen wir so drehen. Wie oft hast du gesehen, wie ein Igel bedroht wurde? Ja, ich muss dann das ganze Gurkenwasser drauf. Oh,
Wie oft hast du gesehen, dass ein Übel geboren wurde? A, einmal, B, 128 Mal, C, 124. Ja, ja, ich versuche schon den hier durchzubekommen, weil der wollte auch nicht durch. Einmal. Ich habe ja keine Option, ne? A, einmal, B, 128 Mal, C, kann ich noch sehen, B. Welche Aussage über deinen Nachbarn der Crash-Erkennung wäre stimmt? Welche Aussage über deine Nachbarn der Crash-Erkennung wäre stimmt? Du wolltest, dass ihr Kind zusieht? Was? Du wolltest, dass ihr Kind zusieht? Ja, beim Arzt Matt und Schore geraucht. Ihr Arsch mal rasiert. Du hättest dich fast mit AIDS angesteckt. Wie soll ich hier denn mit dem Mund sein? Was soll fast heißen? Drei, vier, acht, mal rasiert. Ja, weißt du sowas? Wir kommen langsam auf die Tür, oder? Aber vorher stellen wir uns noch die Frage: An was knabberst du im Schlaf? Trockener Schorf, kleines Mäuschen, Zehennägel, ich habe ein Glas, alles Lederhammer. Schorf, Mäuschen, Zehennägel, Lederhammer. Dann kommen wir zu einer philosophischen Frage. Darf ich über meine Socken streichen? Ich weiß es nicht. Nur Gott kann das entscheiden. Du musst eine Antwort geben. Du musst eine Antwort. Du bist live auf Instagram jetzt gerade. Du bist mit 6 Milliarden Menschen gerade verbunden. Du musst jetzt dir deine Nachricht sagen. Stardust is saying his Nachricht now. Leute, hört auf, eure Babys aufzutreiben. Und mach euer Ding. Ja. Aber was ist deine Antwort auf die Frage? Welche Antworten? Was knabberst du im Schlaf? Trockener Schorf, kleines Mäuschen, Zehennägel im Glas, Alex Lederhammer. Alex Lederhammer. Ganz ehrlich, Lederhammer. Also, ne, das ist irgendwie so eine, wie sagt man? Fangfrage? Ja, so eine Frage, die irgendwie. Sag doch einfach A, B, C oder D. Naja, Alex Lederhammer. Das ist leider richtig. Ja. Richtig wäre trockener Schorf gewesen. Der Klassiker. Okay, wie viele Kacheln hat Alich insgesamt angemalt? A 11, B 352, 4000 oder D 1 in Klammern immer wieder abgewischt und neu bemalt? Das ist alles falsch. 4 tatsächlich. Ich weiß nicht. Das ist leider nicht die richtige Antwort. Das sehe ich anders. Aber, du musst okay. Die Antwort von aussuchen. Ist eigentlich unter die Kachelkünstler gegangen, oder? Ja, richtig. Kannst du gleich erzählen. Erst ich dachte, er hätte das jahrelang Hobby. Naja, D war irgendwie eine und das ist aber nicht. D war eine, aber immer wieder abgewischt und neu bemalt. Hat er ernsthaft? Ja, ganz von mir aus. Hat er ernsthaft mit 4 Kacheln bemalt? Ja, ist richtig. Was für Kacheln? Wer zum Teufel war denn nochmal Allig, Alter? Das ist der Stiefvater von ihm. Also genau, der Freund von seiner Mutter. Erzähl mal, lange gewesen. Sind die noch zusammen? Ach, dem habe ich doch Weed vertickt, oder nicht? Ja. Er war jetzt noch Freund von mir. Ja, Mann, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Erzähl mal mit den Kacheln. Die Leute sind. Wer ist denn eigentlich Ulrich? Weil mein Fest mit Allig eigentlich. Bitte? Weil mein Fest mit Allig. Das war auf jeden Fall falsch. Und hier kommt gleich direkt die nächste Frage. Was denn? Nummer 25. Welches Buch? Ich muss da noch. Ich will noch trinken. Guck. Ich bin auch Hacke Bennett, das ist mega unkomfortabel. So. Eins wäre die. Mach mal eure Scheißplanen zu Ende. So. Ja, es sind nur noch 20. Nein. Welches Buch spielt eine ganz besondere Rolle in deinem Leben? Harry Potter. Becoming von Michelle Obama. Romo. Die Bibel. Lustiges Taschenbuch, Folge 129. Was war die zweite? Romo. Die Bibel. Das ist falsch. Das wäre Humor gewesen. Nein, du trinkst nicht das richtige Bier. Nee, oh ja. Du wolltest nicht durchmogeln. Ne? Ich habe meine Meinung geändert. Früher, vor einem halben Jahr, hätte ich gesagt Humor. Heute sage ich die Bibel. Das ist das wichtigste Buch in meinem Leben. Ja, aber es ist halt falsch, ne? Das ist nicht falsch. Ich weiß ja wohl, wer ich. Ne?
Macht das den Test? Wir kommen zur Kategorie Beschreibungen. Welche Beschreibung trifft nicht auf dich zu? A. Bläst die Luftmatratze auf. B. Kann das Intro von Lazy summen. C. Isst Spinnen. D. Rockt Batik. Das erste war, bläst die Luftmatratze auf. Boah. Habe ich noch nie gesehen, wie er das macht. Also A. Irgendwas mit Batik. So. Nee, leider nein, es wäre was? C ist Spinnen gewesen. Ich würde selber eine Frage vorlesen. Das war ein Scherz. Ein Schritt dafür. Nee, muss ich, oder? Ja. Ich habe mit C. Das gibt vor allem, ne? Ja, es ist krass, es geht gerade aus, ich mach mal wieder an.